Es war das letzte von drei Heimspielen des BVB, das die Dortmunder im Stadion am Zoo austrugen. Bisher gab es zwei Siege, aber Olaf Janssen und Viktoria Köln zuletzt mit klarem Aufwärtstrend und auswärts fünfmal in Folge unbesiegt. Den besseren Auftakt hatten die Dortmunder. Noch keine zwei Minuten rum, da erobern sie den Ball. Hier geht Elongo Jombo dazwischen, zieht ab und zweite Minute. Erster Einsatz für Ben Alexander voll im Tor von Viktoria Köln. Das wäre mal ein Top-Auftakt gewesen. Bisher in Wuppertal die Mannschaft von Preußer. 1-0 Sieger gegen Ferl und 2-0 Sieger gegen Duisburg. Dann andere Seite im Strafraum. Bueno mit diesem Check gegen Kölns Sagiri. Es hätte Elfmeter geben können, gab es aber nicht in der vierten Minute. Dann Ballverlust Dietz. Großchance für Broschinski und der machte nichts draus in der 22. Minute. Die bessere Mannschaft in der Spielanlage mit mehr Präsenz war Viktoria Köln. Handle mit dem langen Ball und dann wird schnell auf Sonnentimer, der ein starkes Spiel machte. Aber Dortmunds Torwart Lotka erkannte die Situation und war schnell draußen aus dem Kasten. Zur Pause stand es 0:0. Preußer pustete durch. Auf der Bank Michel und Bueno traurig. Preußer hatte sie noch vor der Pause ausgewechselt. Der zweite Durchgang, Dortmund jetzt etwas besser, mit mehr Initiative. Ball über Njinma im Strafraum und Siebert geht ja ein bisschen ungeschickt hin und Schiedsrichter Hanselbauer gab Elfmeter, kein Muss-Elfmeter, ein Kann-Elfmeter, etwas zu viel geschubst, den kann man so pfeifen. Njinma gefoult und er trat selber an zur Ausführung. Gegen Voll, Njinma. Und Voll hielt für die Kölner. 66. Minute. Toll von Voll gegen Njinma. Also weiter 0-0. Schlüsselszene sicherlich in diesem Spiel, denn danach die Kölner wieder die stärkere Mannschaft. Hier die Balleroberung und dann ging es ruckzuck nach vorne. In diesem Falle ein Solo von Meißner, Robin Meißner. Stark 1 gegen 1 und dann war es Stürmer Broschinski, der gerade noch dran kam und so das Tor mit verhinderte. Rein in die Schlussphase. Keine 10 Minuten mehr. Sontheimer verlagert auf Handle. Nicht ganz genau, aber Handle hält den Ball im Spiel. Spielt auf Marseiller. Gerade eingewechselt. Marseiller stark. 1 gegen 1 gegen Pfanne. Marseiller und da ist das Tor durch Steele. Eine Joker-Co-Produktion. Beide gerade eingewechselt. Marseiller und Steele. Handle hielt den Ball im Spiel, legte zu Marseiller und das ist der Schlüssel zu diesem Tor. Diese tolle Solo-Aktion von Marseiller und dann Steele, Leihspieler von Hannover mit seinem ersten Drittligator. Führung für Köln in der 84. Minute. Die Dortmunder jetzt natürlich offensiv ausgerichtet. Ein Befreiungsschlag der Kölner nur kurz nach dem 1:0. Koronkiewicz bekommt den Ball per Zufall. Stichwort Zufall. Koronkiewicz, Ball abgefälscht von Dams. Und es wird ein Eigentor zum 2:0. Kann der arme Kerl nichts für. Passiert einfach. Koronkiewicz mit dem Abschluss. Und über Dams ging der Ball dann rein zum 2:0 für die Viktoria in der 87. Minute. Und damit das Spiel natürlich entschieden. Endstand Dortmund-Köln 0:2. Viktoria Köln gewinnt verdient und verpasst dadurch den Dortmundern die erste Heimniederlage im Wuppertaler Stadion am Zoo. Ja, einfach eine unfassbare Mannschaftsleistung, unfassbare Kampfleistung, würde ich sagen. Also das hier, wir wussten vorher schon, dass hier mit Fußballspielen eher wenig ist. Haben das erste Halbzeit gut geschafft, auch gut den Ball laufen lassen und dann zweite Halbzeit einfach nur über den Kampf am Ende das Ding gezogen, was wir so oft jetzt nicht geschafft haben, auch bisher.
komplett gebrauchter Tag, so kann man sagen. Unüblich, dass wir in der 38. Minute schon zwei Wechsel machen, relativ sinnbildlich für unsere Leistung. Und das kann mal passieren im Fußball, so, dass man keinen guten Tag hat, aber dann dürfen wir das Spiel trotzdem nicht herschenken, weil so viel hatte Viktoria Köln jetzt, glaube ich, auch nicht. Aber klar, am Ende verlieren wir 2-0 und war komplett unsere Schuld sozusagen, weil wir kein gutes Spiel gemacht haben. So verrückt ist der Fußball. Nach zuvor 9 sieglosen Spielen holt Viktoria Köln jetzt 3 Dreier in Folge. Alle happy in Köln-Höhenberg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.